Hallo und herzlich willkommen hier bei The Forest. Hallo zusammen. Ja, wir reden so leise, weil wir sind hier irgendwo tief im Erdkern. Und wir haben Angst, wenn wir laut sprechen, dass da oben die Brocken runterfalle. Nee, Quatsch. Ja, wir sind im Moment sehr gespannt. Kann man hier speichern? Oh, das machen wir, oder? Ja, oh, mit den Eingeweiden da dran. Oh. Ja, lecker. Tja. Ich habe schon wieder Kohldampf, oder? Habe ich schon wieder Kohldampf? Jo. Also ich sag's mal so, ein Snack, der hält aber auch nichts, ne? Nee, und also ich bin mal gespannt. Ich hoffe, dass wir auch bald wieder die Chance haben, was zu essen einzusammeln. Weil ja, ich auch. Dann müssen wir uns halt. So richtig viel habe ich nicht. Also ich habe noch 9 Stück. Was ist denn das hier auf dem Boden? Blut. Komisch aus. Oh, guck mal, wie das hier ausschaut. Sieht aber auch nicht natürlich aus, ne? Nee, wirklich nicht. Ist das vielleicht das Labor auf dem Video? Aber das sieht doch hier nicht aus wie ein Labor. Sieht aus wie ein Schlund von irgendeinem Monster. Oh, guck mal. Oh. Ja. Ui, schönes Bild. Das ist Timmys Handschrift, das sehe ich genau. Timmy, Fußballtraining ist, läuft. Oh, hier, guck mal. Ach ja. Okay. Sollen wir mal? Da, 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 da. Oha. Bei mir steht, wird geladen. Passiert bei dir irgendwas? Oh, jetzt. Geh mal vor. Das war klar. Geh mal vor und renn vor. Ja, ich weiß doch, dass du Schiss hast. So, dann kann man auch das Feuerzeug. Also. Okay. Eine Bohrmaschine? Oh, cool, man kann das Seil hochklettern, ne? Ja, ich wollte erst mal gucken, was hier noch ist. Oh, Farbe. Oh, ich mal mich an. Weil ich mich anmalen kann. Gut. Wobei, mich würde es ja wundern, wenn wir hier Eingeborenen begegnen. Und wieso waren die in der Höhle eigentlich so komisch inaktiv? Müde. Aber die von waren was? Müde. Ja, vom Essen. Vom Eingeborensein. Ja, genau. Vom Eingeborensein und vom Essen. Oh, hier gibt es Knochen und Medikamente. Hast du schon mal so viele Flugzeugpassagiere gegessen? Nee, hast du nicht, ne? Nee, habe ich nicht. Ja, du? Siehst du? Nee, noch nicht. Bin noch nicht in den Genuss gekommen. Hä, wer baut denn über dem Gang so einen komischen Zeltgang? Das ist ein Lüftungsschacht. Aber ist cool, oder? Interessanter Lüftungsschacht. Ja, weiß nicht. Ist auf einmal voll modern hier. Ja. Okay, wie kommt man wieder zurück, falls man... Was steht denn hier an der Wand? Access-Korridor 7, Level G. Ah ja. Oh, sieht toll aus hier. Mit Kreuzen an der Wand und... Wieso noch mehr Farbe? Okay. Ist das Timmy? Nee. Sieht aus wie... Nee, das ist Sailor Moon mit braunen Haaren, oder? Die hat so ein Matrosen-Outfit an. Mal gucken, steht da irgendwo ein Name? Nee, gell? Nee. Tja, weiß auch nicht, was... Oh, guck mal, da liegt aber... Ah, das Ding liegt auch auf dem Boden. Ich gucke an der Wand die ganze Zeit. Ah, ja, Dito. Das ist so. Das ist Megan. Megan von Jessica Cross stand da irgendwas. Aha. Okay. Also irgendjemand war hier aktiv, weil hier liegen überall Akkuschrauber rum. Vor allem voll witzig. Derjenige, der hier rumgelaufen ist und alles aufgeschraubt hat, hat sich jedes Mal einen neuen Akkuschrauber mitgenommen. Hä? Fällt mir gerade so auf. Hey, cool, ein Akkuschrauber. Hey, cool, noch ein Akkuschrauber. So. Okay. Bist du jetzt da runtergesprungen? Ja, klar. Oh, da ist ein Tuch. Tuch? Oh, stimmt. Das ist kein Tuch, das ist eine Putzlumpe. Ein Putztuch. Okay, nach links geht's, aber ich gehe mal hier geradeaus. Brauchst du noch einen Schraubenschlüssel? Da wäre einer gelegen. Ah, oh, meine Knie. Ja, so richtig gemütlich sieht's nicht aus. Hier geht's hoch. Okay.
Ja, was heißt das? Achso. Abzweig nach links oder? Ja. Ja? Hier ist überall ganz schön feucht, ne? Ja, ja. Ist aber schlecht gewartet hier. Oh. Ja? Oh. Oha. Hier hat ein Junkie gewohnt, hier sind Medikamente. Essen gibt's hier? Was war das? Ja. Was, wo gibt's Spielzeug, Essen? Guck mal, hier gibt's Tuch. Ach, Tuch war das, okay. Wie hübsch hier, nicht? Ach, das mit den Prilblumen da an der Wand finde ich schon geil. Super. Ja, was denn? Okay, spannend. Wo bist denn du jetzt? Das Seil hoch. Ach, du bist schon hoch. Ah, ja. Ach, das, scheiße, ich habe sie verloren. Im elendig dunklen Gang hier. Also dunkel ist sie dann ja eigentlich gar nicht. Oh. Ah ja, sieht aus wie ein Büro. Ja, cool. Hier gibt es bestimmt was zu essen, da gibt es Essensautomaten, ja geil. Ja, yeah, was ein hässlicher Boden, Alter. Ah, cool, hier gibt es einen Getränkespender, falls du Durst hast. Oh, cool. Ah, hier ist noch ein Essensautomat. Ich setze mich erstmal hin. Oh, die Knie, meine Knie machen mich wahnsinnig. Ich habe mich mal kurz auf der Couch lang gemacht. Oh Gott, wie lange habe ich nicht auf einer Couch gesessen? Oh, schön. Oh, hier kann man sein Geld einlösen. Cool. Warte, das will ich auch. Ich muss mal kurz hier gucken. Gibt es hier noch irgendwas? Ein Laptop gibt es hier. Yeah. Okay. Gut, dass ich so viel gespart habe. Warum, was gibt's? Oh, hier gibt's auch noch irgendwas. Oh cool, da waren noch Essensreste auf dem Tisch, die habe ich gegessen. Mhm. Das war noch gut. Doch, das war echt noch gut. Das war knusprig ein bisschen, aber es war gut. Ja, ich habe die auch gegessen, ich kann es bestätigen. Ah, oh, hier sind noch mehr Essensreste. Ja, mega. Was gibt's hier? Hast du schon mal hier aus dem Automaten was gekauft? Nee. Hast du hier aus dem Kaffeeautomaten schon getrunken? Aber natürlich. Okay, was gibt's denn hier? Oh, hier gibt's Snacks. Lecker, lecker. Ja, cool. Ja, komm, wir bleiben einfach hier, oder? So, wie viel habe ich denn? Wie viel kann man maximal haben von den Riegeln? Ja, die Frage ging an dich. 10. 10? Nee. Ich habe ja schon 14 einstecken. Ich kann nur 10 nehmen. Was? Das kann nicht sein. Ja. Okay, warte, ich versuche noch einen zu nehmen. Also ich habe jetzt 15 Stück im Sack. Da kann ja was nicht stimmen, ne? Ach, stimmt. Ich hatte vorhin gedacht, ich konnte nur 10 nehmen. Hm, okay. Oh, hier liegen auch noch Kleingeld. Cool. Ich könnte mir mal schnell noch ein paar Mollys machen. So. Ja, okay. Wieso haben die Leute hier das Schlaraffenland? Und wieso findet man so viele Platinen? Wieso nicht? Was spricht denn dagegen? So, dann hole ich mir aber die Flasche Alkohol auch noch, die da hinten rumlag. Witzig, hast du ja auch mal hingesetzt. Du saßt auch lange nicht auf der Couch. Kann ich dir echt empfehlen? Komm, hock dich mal nah. Hab ich gemacht, war schön. Ah, ich hab's wieder nicht gesehen. Jetzt hock dich doch mal hin. Ja, warte mal, ich bin hier gerade am... Ach so, Molly, habe ich schon zu viele, aber ich kann noch hier so einen Brandpfeil machen. So. Ha. Könntest du mir noch einen Kaffee bringen, bitte? Warte, ich muss Guck mal zu mir. Das Coole. Aber es sitzt sich gut, oder? Mhm. Dafür, dass man ewig lang nicht gesessen ist auf einer Couch. Ja, gerade deswegen. Ja, ein Kaffee. Ein Kaffee oder eine Coke? Kannst du es dir aussuchen hier? Jetzt hole ich es mir schon selber, danke. Hat mir jetzt zu lange gedauert hier. Schlechter Zeit. Ja, es Kaffee. Ist die hektische Mahlzeit hier. Nee, das Spiel ist jetzt zu Ende hier. Man darf sie nochmal voll fressen und dann ist... Scharf. Dann ist rum. Oh, hier liegt überall Kleingeld. Ich esse
esse hier Leute, ich esse hier Essensreste von fremden Leuten. Das hätte ich auch nicht gedacht, dass sie das mal machen. Hä? Was ist anders als sonst? du kannst nicht mehr tragen. Alkohol. Oh, hier gibt es noch mehr Snackautomaten. Voll cool. Mhm. Aber ich frage mich, was ist hier los? Hier schiefgelaufen. Wer sagt das? Oh, ich habe in der Ritze von der Couch Geld gefunden. Schön. So, da liegt auch noch Geld. Super. Ja, okay, dann. Was ist hier passiert? Wie kommt man denn jetzt? Jump and Run Charakter, guck mal. Jump and Run. Naja, jumpen muss man ja nicht so richtig, ne? Ja. Aber cool, gefällt mir echt gut. Okay, ich möchte so einen Akkuschrauber mitnehmen. Wofür? Für den Hubschrauber zum Reparieren, oder? Okay. Oh, da gehst du jetzt zuerst runter. Warum? Was hast du gesehen? Na und jetzt? Ja, hier sind Eingeweide. Ja, jetzt stell dich nicht so an. Hier ist eine Zeitschrift. Da setze ich mich wieder hin und lese die Zeitschrift. Ethical Scientist. Ah, den Turm kennen wir aber, gell? Das ist der auch auf den Fotos und auf dem Video war. Ja, und was wollen Sie? Oh, geil. Wachsmaler. Oh, wieso kann man... Ey, alles kann man einsammeln, aber keine Wachsmaler oder was? Ey, ich hasse das Spiel. Ich wollte doch was wachsmalen. Oh, guck mal, eine Barbie. Hahaha. Oh, schade. Oh, guck mal, ein kleines Propellerflugzeug. Oh, Little Kittens. Oh, schön hier. Noch eine Barbie. Tücher. Oh, hier gibt es ganz viele Roboter. Wo bist denn du eigentlich? Bin hier hinten. Da ist so ein... Hinter dir? Da ist hinten so ein Fleischklops. Oh. Die Tür piepst hier so und ich habe gedacht, vielleicht kann man auf dem Ziffernfeld irgendwas eingeben, aber geht nicht. Ja. Komm mal zu dir. Die Art und Weise, wie sie einen umbringen wollen, ist schon seltsam. Ja, sie sind hochmotiviert. Seltsame Dinge. Guck mal, hast du drauf rumgedrückt? Kinderzimmer? Ja, cool. Oh, guck mal, die Barbie stehen da im Kreis. Jetzt nicht mehr. Oh, hier ist auch noch eine Tür. Wollen wir da mal rein, Lusche? Ja, Lusche. Lurke. Hä? Bin ich hier durch die Wand gegangen? Cool, guck mal, ich kann durch die Wand gehen. Hä? Kannst du auch hier durch die Wand gehen? Geh mal weg. Ja. Krass. Okay. Okay, was ist denn hier passiert? Ach, ich finde so Mutanten gemixt mit Kinderspielzeug und so finde ich irgendwie schon ein bisschen gruselig. Ja, es ist sehr seltsam. Oder geht es nur mir so? Oh, da hinten ist... ein Mutant? Ja. Ist es ein Armsi? Der mit den Armen? Ja, ja, ne? Wo ist er jetzt hin? Der steht doch da immer noch. Hä, ich sehe ihn nicht mehr. Bei mir steht hier kein Mutant mehr. Ja, geradeaus durch steht er bei mir. Nee, bei mir nicht. Bei mir ist er verschwunden. Oh, da liegt, glaube ich, ein Toter. Ja. Er kommt. Okay. Scheiße. Er kam zu dir. Ja, warum das? Hast du es weggeschafft? Mhm. Toll.
nachher ist er schon tot. Ist er schon tot? Ja. Ach, okay. Schade, jetzt habe ich hier so einen brennenden Pfeil. Okay, kann man hier im Kreis laufen? War das der Raum, wo wir eben waren, oder? Observation Raum D. Okay, Raum C. Hier sind ganz viele Mutanten. Und hier ist irgendwas. Hier ist irgendwie so ein Fleisch. Guck mal. Was ist das denn? Ich weiß nicht. Irgendein Fleischstück. Aber cooles Fleischding. Komm, goodie, goodie, goodie. Okay, gehen wir weiter. Ja, da waren wir doch, ne? Nur die andere Seite. Ja, stimmt. Ja, okay. Aber dieses Fleischding ist ja voll eklig, ja? Mhm. Aber krasses Labor hier mal eben irgendwo am Arsch der Welt. Nice. Ja, vor allen Dingen, oh, da ist noch so ein... Also ich würde mal sagen, hier ist viel schief gelaufen, oder? Nee, lief was alles noch. Denn? Lief alles nach Plan. Alter. Da ist irgendwas ganz schief gelaufen. Oh, das war Absicht. Aber guck mal, da sind Füße und so. Boah. Schnell weg. Warum erinnert mich das an Bällebad? Ich will gar nicht wissen, in was für Bälle. Oh, guck mal. Auch schön hier. Pui. Echt pui. Hörst du das auch, das Getrampel? Ach, das bist du. Oh, hier liegt was. Ich höre Musik. Property of Megan. Ah ja. Megan. Du Megan. Hörst Musik. Ja, ich dachte gerade. Doch. Hör mal hin. Ah ja, stimmt. Hä? Die Kassette fehlt mir noch. Schnell hin, da. Oh, hier gibt es schon wieder Blumenbilder. Oder Bilder. Megan Cross hat das gemalt. Wo ist eigentlich Timmy? Vielleicht ist hier gerade ein Fitnesskurs. Ja, dann. Ah, ein Film. Was? Subjekt 82C6. Okay. Oh, ich finde die Musik echt mitreißend. Ja, deswegen tanze ich auch ganz geschnitten. Ach so. Ich mache mit. Hey, wir haben ein Stück Normalität hier. Wir sollten hier einziehen. Ja, ich finde es auch echt schön. Und Essen gab es auch genug. Mhm. Und Kleingeld in den Ritzen? Ach, okay. Guck mal. Oh, was ist das? Forest Level, Observation Level, Cave System Level. Mhm. You are here. Wir sind in Level 6. Oh, ganz unten. Das ist gut, ne? Ganz unten ist immer gut. Was ist das da? Das ist nur Stein, oder? Oh, hier gibt es wieder einen Getränkespender. Oh, schmeckt irgendwie abgestanden. Hm, schon wieder eine Zeichnung. Ah, schon wieder der Turm. Der Turm verfolgt uns, ja? Ah, guck mal, hier haben die auch irgendwas gemalt, haben die hier. Den Turm? Ja. Überall diese Phallus-Symbole, ne? Hm. Was gibt's denn hier Leckeres? Mhm. Ja. Hast du das auch gehört? Ja. Interessant. Spinnen wohl hier.
Hallo? Wer lacht hier so dumm? Hä, aber wie soll denn so einer hier reinkommen? Wieso rein? Der ist irgendwo rausgekommen, vermute ich eher. Oder so? Es hört sich auch an, als wären es mehrere, ne? Ich weiß nicht genau, ja. Könnte sein. Oh, hier gibt es wieder eine Sitzgelegenheit. Oh, was ist denn das hier gemacht? Das ist hier, wie heißen die? Dauerwelle, ne? Damit macht man eine Dauerwelle. Geiles Ding. Cool, ja. Ich mache mir eine Dauerwelle, Mann. Naja, weg von der Dschungelfrisur. Hin zur Dauerwelle. Die Pflanze. Human Clothing. Pflanze hier ist ja gar nicht mal so ewig tot aus. Ah, schön. Was? Schön? Was denn? Ja, ich sitze hier auf dem Sofa. Lalalala. Ah. Ja, so. Und wie war's? Was haben die immer hier mit ihren Kreuzen? Also. Aha. Ah ja. Ah. Das ist ein Broker. Your employment with Sahara Therapeutics is terminated for an unethical irgendwas. Oh, da vorne sind die. Ich lese gleich weiter. Können die hier rein? Die lachen voll dumm. Ach, der Matt wurde gefeuert, weil er auf unethische Weise das Unternehmens-Equipment benutzt hat. Auf unethische Weise? Ja. Oha. Ich frag mal nicht weiter nach. Ey. Oh, yummy. Ach, die Kekse waren von gestern. Dann ist er noch recht frisch. Was, es gab Kekse? Wo, oh, da, geil. Alte Kekse. Mm. Oh, die schmecken wie zu Hause schmecken die. Hahaha. Was machen da, du Dummbolzen? Hier ist doch irgendwie um die Tür. Hier, Mann. Sie ausgelacht. Sowas kann hier ich ja so. Leiden. Hier ist ein kleiner Transformer-Roboter. Okay. Ja, so richtig was los ist hier nicht, ne? Nö, gibt viel zu gucken, aber... Oh, guck mal hier, HDMI-Anschluss. Okay, jede Menge Eingeweide auf dem Boden. Oh, oh. Den hat's erwischt, guck mal. Was heißt, den hat's erwischt? Der hat sich wahrscheinlich selbst erwischt, ne? Der hat sich selber erwischt. Der wird wissen, warum. Wo geht's denn hier rein? Gar nicht, oder? Weiß nicht. Oh, da liegt auch. Was liegt denn da für ein Haufen? Ah. Oh. Sehen alle irgendwie angefressen aus. Gibt's hier, ist das jetzt doch eine Zombie-Apokalypse? Hm, guck mal da. Freunde von dir. Es tut mir leid, aber so wie die daherfliegen, das sieht schon ein bisschen witzig aus. Ja, stimmt. Kommt da auch noch eins. Mit dem Salto. Im Flug aus der Luft geholt. Sehr schön. Ja, die Dinger sind auch irgendwie ein bisschen abartig, gell? Mhm. Aber wir hatten gar nicht so Unrecht. Guck mal, hier sind Brutkästen. Die haben die Scheiße hier echt gezüchtet, ne? Boah, was geht bei denen, ey? Also das finde ich jetzt echt ein bisschen... Ja, er hat das Equipment wirklich unästhetisch genutzt, das stimmt. Unethisch. Was habe ich gesagt? Unästhetisch. Ja, ja. Ja, aber unästhetisch stimmt auch. Irgendwie stimmt's, ja. Ey, das ist ein Geräusch. Was genau meinst denn du? Als würde sich hier irgendwas bewegen. Komm mal hier in meine Ecke. Als würde sich, ja, ich komme. Was machst du denn? Ich wollte gucken, ob die Sprinkleranlage geht. Und ja, sie geht. Cool. Oh Mann.
Ja, hat es dich nicht interessiert? Ich habe ehrlich gesagt überhaupt nicht drüber nachgedacht, weil ich. Weil das Coole ist, dann ist das Blut runtergewaschen. Verstehe ich? Ah, gar nicht so blöd, der Mann, ne? Ja, wie cool. Wie bist du da rübergekommen? Sag mal. Hier beim Krankenbett vorbei, du musst innen durch. Ah, so. Guck dir das mal an. Oha. Was ist denn das für eine creepy Scheiße hier? Ah, das ist dieser Turm. Ich habe gedacht, der wäre voll riesig, aber der ist ja voll mini. Was ist das für ein Sound? Es gibt noch ein zweites Artefakt. Hier, leg dich mal da drauf. Ich drück mal ein paar Knöpfe. Nee, danke. Doch, guck mal, da. Ist schon auf deine Größe eingestellt. Oh, guck mal, hier ist wieder eine Zeichnung. Oh, Megan hat ein Einhorn gemalt. Guck mal, wie schön. Süß. Ein Einhorn. Oh, da ist ein Schloss an dem Ding dran, ne? Okay. Okay, ich gehe mal in Deckung. Ich mach's mal auf. Guck mal, Einhorn an. Beruhigung. Timmy? Timmy! Ich glaube, Timmy geht's nicht so gut. Doch, doch, Timmy schläft nur. Was ist denn das? Das sieht aus wie so eine eiserne Jungfrau, das Teil. Ah, es klingt aber auch fies. Boah, leck, der wurde ja voll zerlöchert. Ja, mega, wir haben Timmy gefunden. Komm, wir legen den auf die Bank und schließen ihn an. Ja, machst du ja scheinbar. Hat er das jetzt automatisch gemacht? Mhm. Das traust du mir echt zu, oder? Ein bisschen. Oh. Spielzeug noch, wird noch dazugelegt. Jetzt siehst du es eigentlich auch? Ja. Ah, gut. Okay. Hör auf damit. Ich schließe ihn nur wieder an. Du hast es völlig falsch gemacht. Das weißt doch du nicht. Ah, jetzt wird er kopiert, der Timmy, ne? Dann kriegen wir einen neuen Timmy. Ach ja, cool. Oh, neuer Eintrag auf der To-Do-Liste. Ich habe eine ganz dumme Vermutung. Da oben steht nämlich auf dem Monitor New Sample Required. Dann geh rein. Was? Opfer dich. Ist das dein Sohn? Das ist dein Sohn. Nein, jedem gehört eine Hälfte. Nee, es war dein Sohn. Ich bin nur der Mitgeflogene. Oh, ich kann dir auch sagen, warum das so ist, weil im Intro, wenn wir mal ganz die allererste Folge angucken, war ich der Depp, der drei Reihen hinter euch saß. Gar nicht. Doch, ist so. Hä, auf meiner To-Do-Liste steht es gar nichts Tolles. Ich geh mal gucken. Oh, hier gibt's noch eine Videokassette. Zweiter Artefakt-Test. Farbe gibt's hier noch. Oh, komm mal hier in den Raum rein. Hier gibt's eine Menge Zeug. Daddy's Dead. Oh Gott, was ist mit dem... ich ahne. Mir schwant Böses. Guck mal, der hat ganz viele Wachsmaler am Gesicht. War Timmy sauer. Bin mir nicht sicher, ob es Timmy war. Vielleicht war es ja auch das Mädchen, ne? We believe the device may be able to bring down a plane. Okay. Also ist das Ding daran schuld, dass unser Flugzeug abgestürzt ist? Vielleicht.
Okay, Farbe. Wieso gibt es hier so viel Farbe und aber gar keine Gegner mehr? Ah, warte mal, ich wollte mir doch die Videokassette angucken. Mach ich jetzt auch. Okay. Irgendwas haben sie gemacht. Ja, du bist auch nur am Fernsehglotzen, ne? Und? Was meinst du? Weil das hier so furchtbar ist. Und was meinst du? Was haben sie da gemacht? Keine Ahnung. Einen Scheiß haben sie gemacht. Hier, also, zum zweiten Artefakt. Aber die Tür geht nicht auf. Was nicht? Heißt nicht hier zum zweiten? Nee, kann schon mal gucken, aber hier, die Tür geht nicht auf. Ist doch ein. Was ist das für ein Zeichen? Push the button. Oh shit. Kannst du was drücken, oder? Hä, was wollen die einem mit dem Knopf sagen? Button für einen Knopf? Sonst gab es ja nichts, oder? Nee. Kommt man auf der anderen Seite rein? Ah ja, hier kommt man auch noch rein. Ah ja. Mehr von diesen Behältern hier. Aber witzig. Überall liegt Alkohol rum, ne? Kein Wunder, dass sie es hier versaut haben. Aber echt, ey. Oh, ich höre auch schon wieder irgendwelche... Wenn man in den Raum hier reingeht, hört man hier... Eingeborene. Okay. Aber, hä? Ja, hier geht's auch noch weiter, ne? Also, ich würde gerne wissen, was dieser Knopf mir sagen soll. Weil ich möchte doch eigentlich zum zweiten Artefakt, oder? Was ist hier? Oh, das ist natürlich auch böse. Was ist da? Stell dich mal da auf den Tisch. Siehst du das da? Ja. Ja, aber stell dich mal auf den Tisch. Ist witzig, oder? Ach ja, schön. Strange. So, ich trinke mal noch was. Das mache ich auch. Also hier geht's nicht weiter, da ist blockiert. Ah, da ist schon wieder so ein... Aber wir sind noch angemalt. Ah, sehr gut. Ich hole mal noch. Hey. Ah, hey. Hä? Wieso hat der uns angegriffen? Kann ich dir nicht sagen. Vielleicht, weil ich ihm den Rücken zugedreht habe. Was ist? Mein Bild rollt der Kopf gerade da die Kante entlang. Echt? Dann nach hinten zur Tür rollt er, ja. Ach, stimmt bei mir auch. Ich sammle ihn mal ein, wer weiß. Hey! Komm her! Komm her! Warum lachst du? Weil er so gelacht hat. Ah. Hier gibt's noch Kleingeld auf dem Sofa. Oh, hier gibt's eine ganze Menge Kleingeld auf dem Sofa. Krass. Oh. Hier gibt es eine ordentliche Ausstattung. Okay, ich komme gleich. Ich war hier noch gar nicht fertig mit gucken. Hast du hier schon alles angeguckt? Ja, nicht so richtig. So kurz. Das ganze Kleingeld, hast du das auch alles eingesammelt? Boah, gibt's hier viel Kleingeld. Wahnsinn. Trink noch einen Kaffee. Also wir lassen den Jungen jetzt erstmal da liegen, hätte ich gesagt, oder? Ja. Hätten wir was anderes machen können? Nee, warte mal eben kurz.
Geh mal da beiseite. Schön, dass du daran Spaß hast. Hier gibt es auch so... ich wasche das Blut ab. Ah, schalau. Das habe ich doch vorhin schon gesagt. Ach, habe ich irgendwie kurzer Gedächtnis und so. Da war ein Vögelchen. Oh, okay, hier gibt es ein bisschen Zeug, das stimmt. Mhm. Aber nichts Gutes eigentlich, ne? Nur Elektroteile und Scheiß. Also, nicht, dass ich mich beklagen möchte, aber... Wo sind die guten Sachen? Gibt es auch irgendwas Gutes hier in dem Labor, sag mal? Und wessen Fußspuren sind das hier eigentlich? Keine Ahnung. Wir sind übrigens immer noch auf Level 6. Ah ja, wir sind auch schon bei 35 Minuten. Es ist echt spannend hier, ne? Oh. Wollen wir mal einen Switch machen? Das machen wir. Ich setz mich mal. Ja, setz dich mal. Und dann sage ich vielen Dank, dass ihr uns auch heute wieder zugeschaut und zugehört habt. Und dass ihr uns durch dieses gruselige Labor hier schleicht. Und schaut rein. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Und ja, ihr wisst ja wie immer, ein Däumchen ist ein Träumchen. Dankeschön. Bis denn. Ciao. Bis dann.